In meinem heutigen Video zeige ich dir, wie man aus dieser wunderschönen Christrose eine noch viel schönere Christrose macht, indem man sie dekoriert, entweder zur eigenen Deko oder als Geschenk. Aber ganz, ganz genau in einzelnen Schritten kommt das nun im Video. Aber bevor das Christrosenvideo losgeht, muss ich nochmal sagen, es war gestern was ganz, ganz Besonderes und es hat mich super gefreut. Und zwar die 5000 Abonnenten wurden überschritten und ein ganz großes Danke an jeden von euch, an meine Kameraführung, an mein Team und das muss gefeiert werden. Für das neue Video habe ich die schönsten Christrosen vom Großmarkt besorgt. Das ist echte Sahnequalität, die nennt sich Gold Collection. Also wunderschön. So, jetzt muss ich das erstmal hier vorne abstellen. Und ich mache heute eine Christrose, wie ich ja gerade schon genannt habe. Dekoriere die schön winterlich, damit die toll als Geschenk ist oder für den Gartentisch. Christrosen wollen draußen sein. Die Christrose ist eine Winterblume und für die Deko würde ich auch das Schildchen abmachen. Ich finde, das muss da nicht drin sein. Können wir wegschmeißen. Die Christrose will draußen sein. Die blüht auch bei Frost. Wenn Frost ist, dann ist bei Christrosen, dann werden die Blüten gehen so ein bisschen runter und wenn es frostfrei ist, dann stehen die wieder ganz kräftig und ganz stabil. Und die blühen den ganzen Winter. Das ist, also ich finde es auch immer faszinierend, dass es eine Blüte gibt, die bei Frost blüht. Auch hier kommt wieder mein kleiner Trick mit dem Filz. Man muss nicht immer nähen. Oh ja, ich habe meinen Tacker vergessen. Moment, den hole ich kurz. So, jawohl. Man muss nicht nähen und man muss auch nicht kleben den Filz. Ich nehme einfach den Filz, die Kanten aufeinander und tacke mir eine Naht. Cool, oder? Ist immer wieder faszinierend. Und das ist dann so herrlich einfach. Ich drehe den Filz um und das sieht aus, als ob die Nähmaschine im Werk gewesen wäre. Hier stelle ich jetzt meine Christrose einfach rein und habe schon einen ganz tollen Topf. Ich habe es ein bisschen zu weit gemacht. Moment. Kein Problem. Ist eigentlich auch gut, dass es im Video passiert. Ich bin immer froh, wenn im Video Sachen passieren, die sonst nicht so passieren sollten. Ist kein Problem. Ich mache einfach noch mal so einen kleinen schrägen Abschnitt rein, mache das unten ein bisschen enger, den Filz, und schon ist das Problem behoben. Und die Christrose wird hier reingestellt und es sieht, man braucht gar keinen Übertopf. Deswegen, also tolles Geschenk auch. Dann gibt es Mühlenbeckia. Das ist hier dieses schöne Gestrüpp, das bekommst du auch beim Floristen. Im Ganzen, ich glaube, als Privatmann brauchst du das nicht. Im Ganzen sieht das dann so aus. Muss nicht jeder zu Hause haben. Aber da kann man auch so einen kleinen Teil nehmen. Und das ist eine wunderschöne Basis, um dann um die Christrose zu schlingen. Und ich werde es auch noch mit braunem Draht verwickeln. Aber wahrscheinlich, es hält schon fast, wenn ich dieses Mühlenbeckia miteinander verschlinge. Und ach, das ist schon so ganz toll, oder? Aber wir machen es noch schöner, noch viel schöner. So, damit das Ganze weihnachtlich wird, habe ich einfach eine Weihnachtskugel präpariert. Ich habe ein bisschen Kalocephalus. Das ist Kalocephalus oder auch Stacheldraht. Wir nennen ihn hier im Laden liebevoll Kali. Habe den präpariert, habe diese Kugel präpariert und steckt die Kugel mit dem Orchideenstäbchen ein. Genau. So, ich muss auch einen Teil im Erdreich finden, der ein bisschen weicher ist. Und sieht, das ist nicht immer alles so einfach. Dann gehören natürlich auch schöne Zapfen dazu. Richtig schöne, dicke. Aber damit mein Mühlenbeckia hält, gehe ich jetzt erstmal her und mache das fest. Habe einen braunen Wickeldraht ausgesucht, passend zum Mühlenbeckia, weil wir wollen ja eigentlich gar nicht sehen, dass hier Draht im Spiel ist. Und umwickeln mal zum Fixieren die
dieses Mühlenbeck hier, vor allem wenn das ein Geschenk ist, dann soll der ja sitzen und soll da auch dranbleiben und nicht gleich wieder den Abgang machen. Und locker umwickeln reicht eigentlich. Nicht so festmachen, weil sonst nimmt man dem Ganzen immer das Leben. Und diese Lockerheit, die ist ganz, ganz wichtig. Und es lässt sich immer was Lockeres ein bisschen fester machen. Aber wenn man zu eng ist, dann lässt sich das vor allem bei ganz vielen floristischen Arbeiten, es lässt sich nie lockerer machen. Das ist und das ist so oft so ein Problem, dass man dann zu kurz und zu eng was gestaltet. Und dann nimmt man sich so dieses Lässige von den Arbeiten. Deswegen also ganz, ganz wichtig, dass es so ganz locker schön gestaltet ist. Und so, das reicht eigentlich auch schon, um zum Fixieren. Ich finde das Ganze noch schön, wenn hier, wenn es so ein bisschen, dass es winterlich ist, wenn hier noch ein Zapfen dabei ist. Den Zapfen, den nehme ich und gehe mit einem Draht, mit einem Steckdraht, mit einem festen, um den Zapfen durch diese Zapfenglieder und verdrehe den Draht. Und ich habe jetzt also hier ein schönes Stück Draht, das glaube ich ein bisschen zu lang ist. Ich mache es einen Tick kürzer und kann diesen Zapfen, den angedrahteten, einfach in die Christrose ins Erdreich einstecken. So, steckt schon, sitzt. Und damit es so ein bisschen verteilter aussieht, setze ich auch den nächsten Zapfen hier vorne auf das Mühlenbeck hier. So, also man kann theoretisch auch kleben, aber mit dem Draht hast du natürlich den Vorteil, den Draht nimmst du wieder raus. Und wenn du den Zapfen dann an eine andere Stelle setzen willst, dann kannst du es auch ganz locker machen. Damit ist der natürlich jederzeit wieder versetzbar. Den Draht immer schön tief unten fassen, wenn man es einsteckt, dann biegt er sich nicht um. Das hat er bei mir gerade beinahe gemacht. Damit verhindert man eben, dass der krumm wird. Und wenn der Draht einmal krumm ist, dann lässt er sich nicht mehr so schön da einfügen. Damit was Helles drin ist, nehme ich jetzt noch ein bisschen Calocephalus, den habe ich gerade abgeschnitten. Den habe ich geklebt tatsächlich. So. Und ja, der Eyecatcher an der ganzen Geschichte ist, wie so oft, ich habe jetzt in vielen Videos und dieses Jahr total in und total angesagt, sind Lichterketten. Das habe ich auch in ganz vielen anderen Arbeiten gezeigt. Das ist eine Lichterkette, hatte ich das letzte Mal auch schon gezeigt, mit Timer. Total cool. 6 Stunden an, 18 Stunden aus. In der Beschreibung siehst du es, ich habe keinen Bestelllink bei einem Anbieter gefunden. Ich, wenn jemand die will, ich versende die selber, die Lichterkette. Und also gibt es 3 Einstellungen, aus, an oder Timer. Und das sind so die Varianten. Ich nehme dieses Kästchen von der Lichterkette, stecke das einfach hier hinten in die Christrose rein und schlinge die mal so ganz lässig, locker um die Christrose rum. Wenn du die rundum siehst, dann kannst du das so machen. Wenn du sagst, oh, ich sehe die nur von vorne und ich möchte eigentlich mehr Lichterkette haben, dann gehst du einfach her und verschlingst die Lichterkette nochmal, schlingst sie nach vorne rum, sodass du es im Grunde genommen, dass du sie vorne doppelt hast. Das ist natürlich auch cool. Ja, und das ist eigentlich schon meine Deko-Idee zur Christrose mit Lichterkette. Und viel, viel mehr mit Lichterketten gibt es mit den schönen Bäumchen, die gesteckten Bäumchen. Ich habe Laternen. Ich blende mal im Abspann noch Videos ein, beziehungsweise in den Infokarten und zeige nochmal, was man alles machen kann. Ja, ist eine ganz tolle Geschenkidee. Die Christrose kann auch im Garten eingegraben werden, wenn man sie in der Weihnachtszeit nicht mehr am Gartentisch haben will und im nächsten Jahr natürlich wieder ausgegraben und kann wieder schön dekoriert in einem Topf die Haustüre zieren. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit der Deko-Idee. Freue mich, dass du mein Video geguckt hast. Hoffentlich meinen Kanal abonnierst und weiter eine wunderschöne Vorweihnachtszeit.
Alles Liebe von deiner Margit.